Den Minusgrade hier in Paris, Sonntag 9 Uhr morgens und wir gehen hier zusammen 10 Kilometer joggen. Daher, let's go! Einmal eine komplette Runde um den Arc de Triomphe, um ein bisschen warm zu werden. Jetzt laufen wir einmal die Champs-Élysées runter. Für die von euch, die sich fragen, wo ist Caro? Die war ein bisschen kaputt von gestern. Die wird nächstes Mal dabei sein. Guckt euch diesen Dior Store an, Leute. Es ist echt kalt. Das teuerste Hotel in Paris, Leute. Die ersten 2 Kilometer sind jetzt geschafft. Da findet immer die Rick Owens Show statt. Beim Eiffelturm angekommen, Leute. Und die 3 Kilometer sind jetzt auch geschafft. Alle natürlich am Insta-Pic shooten. 5 Kilometer geschafft, Leute. Wir haben jetzt die Hälfte. Weiter geht's. Jetzt sind wir wieder an der Champs-Élysées und jetzt laufen wir Richtung Louvre. Mama, ich hab's geschafft! Paris! Das Schlimmste ist immer an der Ampel stehen. Man kann erstaunlicherweise hier in Paris übelst gut joggen. Große Straßen, große Plätze. Und ihr merkt, ich bin nicht alleine, sind gefühlt 1000 Leute hier auch am Joggen. Die 8 Kilometer sind jetzt geschafft, Leute. Jetzt machen wir noch die letzten 2. Hier muss ein guter Bäcker sein. Einen kurzen Blick auf die Notre Dame. Die 10 Kilometer endlich geschafft. Und jetzt gehen wir frühstücken. Jetzt zeige ich euch den luxuriösesten Starbucks, den ihr je gesehen habt. Der sieht von innen aus wie in einem Palast. Es gibt nichts Schöneres als ein warmes Bananenbrot am Morgen.